So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 16. Yay! Volle Party Haar. Machen wir mal einen auf diesen hier. Du kannst bitte weggehen und du machst mal bitte einen auf Hallo. Plalilei. So. Geht doch. So. Wir haben ein bisschen Gold verdient. Oh ja. Wir haben ein 10 Millionstel oder ein 20 Millionstel von dem verdient, was wir bereits haben. Nice. Genau. Ich habe es geschafft bis Level 3400. Leck mich am Arsch. Sollte denn fertig? Einer ist verstorben, danke dafür. Welches Level war? Level 1, okay. Na gut. Ja gut, ihr seid alle noch Level 1, das ist ja hier, ja, Trauerspiel. Collect, 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 collect. So. Ja, du machst mal bitte das hier. Der nächste macht dann einfach mal das zum Training. Das mit den 4 Stunden macht dann am besten der da oben. Und du machst einfach mal 8 Stunden. Ja gut, dann mach halt das. Ist mir auch egal. So, wir machen mal so, so, so. Und dann Klicker, 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 Klicker und Klicker und. Oh, noch ein Klicker. Ja, wie die Zahlen runterradern. Oh mein goodness. So. Was wir haben tun. Wir sind mittlerweile bei Web. Das heißt, wir haben jetzt mittlerweile den Stand erreicht, den wir beim vorherigen Let's Play hatten. Nach 96 Folgen. Jetzt ist schon nach 16 Folgen. Gut, muss man auch dazu sagen, ne, wie gesagt, wir haben jetzt Autoklicker. Das macht schon einen krassen Unterschied. Trotzdem ganz schön gut. Das heißt, wir werden unser Ziel vielleicht doch erreichen, hier bis zu dieser Dame zu kommen. Nein, bis zu wem wollte ich gehen? Bist du irgend... Quatsch, was macht denn hier? Bist du der Name? Genau. Wollte gerade sagen, ich wollte irgendeine Rote anvisieren, aber die ist hier die falsche Rote. Ich meine natürlich die Rote hier. Diese Mitsu, Micha, Mitsi, Mitsu, Matsumoto, irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht, Jungs Name. Okay. Gut, wir haben 3E11 Hero Souls. Und eine Menge Guilds wahrscheinlich. Ja, wir haben 1000 Level geschafft. Also 1000 Level zusätzlich. Open All. Und es ist wieder alles gelb. Yay. Ich gebe den gleich mal dich. Ob das was bringt jetzt? Naja, ein bisschen. So. Können wir hier uns? Nein, können wir nicht. Okay. Bam. Der nächste Boss. Bist leider kein Primal Boss. Die Sache ist, ich weiß auch nicht. Ne, komm, jetzt hinten einfach. Feierabend jetzt, ja. Bam. Dankeschön. Direkt eine Schatzkiste. Geile Sache. So, wir können. Wow, wir könnten 25 Transcenden. Machen wir aber noch nicht. Wie gesagt, ich will jetzt die Transcendens ein bisschen länger wirken lassen. Das heißt, mal gucken, heute Abend wahrscheinlich auch noch nicht, aber morgen früh dann. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Ascensions durch, kann das sein? Ja, genau. Wir sind jetzt bei der, naja, also bei der 5. Ascension sind wir jetzt, aber die erste war nur so eine Einwärmungsphase. Die haben wir ja extrem schnell wieder abgebrochen. Hatten wir ja, sobald wir ein bisschen Heroes Souls hatten, haben wir die ja direkt beendet. Deswegen zähle ich die jetzt mal nicht mit. Sondern wir hatten 3 richtige Ascensions und sind jetzt bei der 4. Und 2, also die jetzt und noch eine würde ich halt gerne noch machen. Und dann können wir mal weiter gucken, ja. Ob wir dann transzenden oder nicht. Oder wer oder wie oder was. Okay. So. Genau, erstmal hier die Ancients, Antiken. Hochleveln. Da am allerwichtigsten Kuma Wakamaru. Der geile Dude kostet bereits 2, willst du mich ficken?
Ist ganz schön teuer, kann das sein? Ich würde gerne versuchen, ihn auf Level 35 zu hieven, aber doch. Also 35 kriegen wir auf jeden Fall. Ha. Nee, das wird zu teuer. Das wird viel zu teuer. Gut, dann lassen wir den mal auf 34. Dann setzen wir alle auf 34. Mein Herz schmerzt, aber es ist halt so. Wir kriegen halt immer nur 9 Level hin. Das ist irgendwie witzig. Eigentlich hatte ich ja gehofft, immer 10 Level. Naja, dann sind es halt doch leider immer nur 9. Eieiei. Gut, den hier brauchen wir nicht. Der ist jetzt gerade egal. Der hier unten ist auch egal. Die lassen wir jetzt einfach mal. Voll selbst mit Level 34. Wir haben jetzt schon hier direkt fast 1 EL verloren. Das ist schon. Die drei wichtigsten haben wir jetzt. Das muss reichen. Was wir dann lieber machen, ist mal hier. Ach ja, mehr geht ja gar nicht. Scheiße. Schaffen wir es auf. Schaffen wir es auf 1E5? Das müsste eigentlich funktionieren. Warte mal ganz kurz. Also, die Stufe ist 1E6, 1E7, 1E8. Genau, das heißt 1E. Also, ne, müsste dann ungefähr so 2E9 Maximum kosten. Das heißt, ich speichere trotzdem vorher. Sicher ist sicher. Ne? So, dann genehmigen wir den mal 90.000. Was mache ich denn da? 90.000 Level. Hallo, bitte weg. 1, 2, 3. So, wir haben 21E10 und jetzt haben wir noch 20. Also auch 21E10. Okay, das geht also klar. Das ist in Ordnung. Dann hier auch. 90, 1, 2, 3. Und 90, 1, 2, 3. Dankeschön. So, mal gucken. Würden wir jetzt sogar auf 1E6 schaffen? Wir haben ja gespeichert. Ich guck mal ganz kurz. Ne? Ich guck mal ganz kurz. Also. 1, 2, 3. What? Hat er das gerade blockiert, weil es zu teuer ist? Oder hat das direkt. Ich mach das mal anders. Ich mach's mal so hier. Ja, okay, doch, wäre viel zu teuer. Machen wir mal lieber nicht. Okay. Ja, bitte weg. Bitte gehen Sie weiter, hier ist nichts zu sehen. Wieso können wir. Jetzt hat er doch schon ein Level geschafft, obwohl wir hier eigentlich. Ist ja auch egal. Achso, du kannst eigentlich gleich mal hier klicken, die klicken. So, wir haben jetzt mittlerweile nur noch 2 Monster. Das ist auch das Minimum, weniger als 2 geht nicht. Das Witzige ist, wenn wir Insta-Kill haben, überspringt er immer ein Monster. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist offensichtlich ein Bug in der Engine. Aber es ist halt so, dass immer quasi, wenn man 10 Monster pro Ebene hat, dann bekämpft man immer 9 Monster. Also die 10 Monster, aber vom nächsten Level wird das erste Monster quasi von der Zeit her übersprungen. Bei 2 Monstern heißt also immer, wir überspringen immer 1. Wenn ihr mal genau hinguckt, bam. Warum hängt er jetzt so? Aber ihr seht, er bleibt immer auf 1 hängen. Die 0 ist immer nur ganz, blitzt immer nur ganz kurz auf. Ja. Wow, halt, was ist hier los gerade? Jetzt geht's wieder fließend. Hä? Wenn ich voll mit habe, startet. What? Okay, bleiben wir halt im Fenstermodus. Gut, jetzt ist Insta-Kill-Phase sowieso vorbei. Okay, dann lassen wir den erstmal. So. Achso, muss ich wieder hochleveln hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4.
1, 2, 3. So, was Level war denn noch? Ich würde mal sagen, die anderen haben wir mittlerweile auf 24, genau, 34, sehr schön. So, das heißt dann. Wir könnten die jetzt hier auch noch alle auf 1E. Machen wir am besten auch mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, und dann könnten wir alle auf. Ich könnte jetzt überall nochmal 1E5 nachschieben. Das ist tatsächlich eine gute Idee. So, so. Und so. Ist ein guter Kompromiss. Sehr schön. Und jetzt kommt unser Wunderknabe. Boom. Einfach mal pro Klick eine Stärke dazu. Ist das krank oder ist das geil? So, noch mehr gebe ich denen aber nicht, weil das wird ansonsten ganz schön teuer. Wir lassen den einfach mal auf 100%, reicht ja aus. Das heißt, wir haben jetzt soweit erstmal alles gemacht. Sehr schön, dann können wir jetzt hier. Müssen wir mittlerweile fast in der Lage sein, alle mit einmal hochzuleveln. Alter, warum stockert der so extrem im Vollbild? Was ist denn los? Die CPU ist überhaupt nicht ausgelastet. Hier, die CPU ist eigentlich noch. Also, das muss schon wieder so ein Flash-Problem sein. Ich verstehe jetzt nicht. Wie gesagt, Clicker Heroes hat so ein paar Macken. Beispielsweise hat es halt auch bei meiner Tablet-Version, habe ich das schon ein paar Mal gesagt, also im alten Let's Play, dass es ein Memleak hat, wenn man auf dem Tablet aktiv spielt und dabei zu schnell levelt, also auch so eine Insta-Kill-Phase hat wie wir hier, also quasi durch die Levels einfach durchrusht, dann stürzt das Spiel nach wenigen Sekunden einfach ab. Das Handy wird komplett, also das Handy bleibt hängen, wird immer träger. Was halt ein Indiz dafür ist, dass der Speicher zuläuft. Und ja, kurze Zeit später hängt sich das Spiel entweder komplett auf, mitsamt dem gesamten Gerät, weil einfach der Arbeitsspeicher voll ist. Oder aber das Spiel stürzt gleich komplett ab. Also, ne? Clicker Heroes hat noch ein bisschen Bugfixing-Bedarf. So, Backstock, wir könnten alle Helden mit einmal kaufen. Ist das krank oder ist das krank? Ist doch krank geil. So, so, so. Sehr schön. Dann nehmen wir hier einen Autoklicker und setzen den hier rauf. Bumm. Sehr schön. Jetzt geht das hier mit den Levels ratzfatz. Ich meine, gut, es gilt natürlich nur für die ersten paar Level, weil ab Level 500. Mal gucken, wir haben jetzt ein Monster pro Zone. Das heißt, ne, wie gesagt, Minimum ist ja zwei Monster. Das heißt, wir haben jetzt zwei. Von 500 bis 1000 dürfen wir dann also auch zwei Monster haben. Hey, wir haben jetzt schon zwei Monster? Oh. Okay. Ja, gut. Wie gesagt, aber später, ne, wir waren ja bereits bei Level 3600. Und hat man schon gesehen, wir haben halt wieder trotz Kummerwackermaruf wieder 11 oder 12 Monster gehabt. Ja. Deswegen ist halt Kummerwackermaruf auch so wichtig, weil man wird quasi mit Monstern zugeschissen. So, hier haben wir bereits gemacht, genau, die arbeiten aktiv. Das haben wir auch schon abgeholt. Müssen wir eigentlich hier bald ein Relikt bekommen? Warum bekommen wir kein Relikt? Ist auch egal. So, habe ich hier irgendwas vergessen? Wie viele Treasure Chests haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Naja, okay. 7% immerhin ist ganz in Ordnung. Das heißt, fast jeder zehnte oder fast jedes zehnte Monster ist eine Kiste. Das kann man schon machen. Jetzt haben wir also einigermaßen Gold. Machen wir am besten auch gleich mal das Ding hier. Bam. Oh, Alter, 60.000%. Also das 600-fache an Gold. Oh ja, man merkt schon, wie das rattert. Oh, Level 1025. Whee.
Das ist aber fein. So. Gut, gleich dann sind wir Level 500. Dann dürfte er hier ansteigen auf 3 Monster. Schade eigentlich. Aber man sieht schon, ne, mit Wakamaru gehen die ersten 500 Level easy. Und davor... jetzt sieht man es noch besser. Die 0 bleibt immer weg, während die 2 und die 3, die ist halt immer, also die 1 und die 2, ist halt immer da. Das heißt also quasi das 0. Monster wird immer übersprungen. Das ist aber nur dann, wenn man Instakill hat. Kurioserweise. Also wie gesagt, ne, sind so ein paar, und das ist nicht nur bei der Desktop-Version, sondern bei meinem Tablet ist es genauso. Also das ist wirklich ein Bug direkt von Clicker Heroes an sich. Ist also nichts Gerätespezifisches oder Versionsspezifisches. So. Tja, Skill Cooldown. Ich meine, wir könnten dem mittlerweile tatsächlich nochmal so 10 Level spendieren. Das kostet ja vergleichsweise nicht. Dann haben wir 35% Cooldown. Schön. Der ist bereits auf Level 25, dann bleibt er auch. Wobei, ich könnte ihn auch auf Level 30 schieben, dann hätten wir genau 60 Sekunden. Ich weiß nur nicht, wie teuer das ist. Ach, was, bleibt so. Oh, ist so schon in Ordnung. Okidoki. Dazu bekommen. Leider leuchten die Sachen nicht auf, die jetzt neu dazugekommen sind. Das heißt, man weiß immer nicht, was jetzt genau dazugekommen ist. Ah ja. Schade. Okay, was soll's. Ich weiß gar nicht, wie der Umrechnungsfaktor ist. Ich hatte das mal ausgerechnet, weil das ist ja hier alles, kann man sich als Faktoren quasi so zurechtlegen. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Gott. Warte mal kurz, vielleicht kriege ich das raus, wenn ich mal mein Tablet hier anschmeiße. Hier habe ich ein bisschen größere Zahlen, das kann man dann leichter skalieren. Das Gesetz der großen Zahlen. Quatsch, Spaß. So, Statistik. Nein. Einstellungen, Statistik. Transcensions. So, für meine letzte Transcension. Da hatte ich 1E4000 Hero Souls. Und hatte dafür bekommen. ...20.000 Ancient Souls. Das heißt, für, oh, ich sag jetzt mal, alle 10... Kann man das so sagen? Ja doch. Für jede Verzehnfachung der Ancient Souls bekommt man 5 Hero Souls. Andersrum. Für jede Verzehnfachung der Hero Souls... Was? Für jede Verzehnfachung der Hero Souls bekommt man 5 Ancient Souls. Das heißt, das haut auch ungefähr gut hin. Muss ich mal kurz gucken. Wir hatten hier ungefähr eine Gute Frage. Nee, wie viel haben wir hatten hier aber nur 15 bekommen. Na gut, gucken wir das mal mit aktuellen Zahlen. Das heißt, wir hatten in der letzten... Achso, das ist unser jetziger aktueller Stand. Ja, klar, ich schon wieder. Okay, genau, das ist unser aktueller Stand. 1, genau.
Das heißt, von 3E6 auf 11. Genau, das ist ein Faktor von 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne? Ist also ein Faktor von 5 Nullen. Und 5 mal 5 sind genau 25. Das heißt, wir müssten das, wenn wir das jetzt noch schaffen, pro Ascension jeweils wieder zwei Nullen ranzuhängen. Also nächste Ascension dann 1E13, nächste Ascension dann 1E15. Dann würden wir also so ungefähr mit 45 Ancient Souls rauskommen. Die wir bei der nächsten Transcension dann morgen früh bekommen. Das ist gar nicht mal so übel. Da können wir auch ruhig ein bisschen investieren wieder. Weil die Sache ist halt, ne, man sieht, die Dinger werden mittlerweile auch schon ganz schön teuer. Also 45 ist tatsächlich weniger, als es klingt. Aber man kann zumindest zum Beispiel dann doch mal in Angriff nehmen, hier, guck mal, Wakamaru zum Beispiel hoch zu leveln. Weil da können wir uns dann gleich mal 5 Level oder so holen. Wobei das gerade mal 50% bringen. Puh, ach, das ist so scheiße. Alles so teuer. Ah. Ich glaube, ich importiere einfach meinen mobilen Speicherstand. Dann haben wir gleich 20.000 Ancient Souls. Das ist dann gut. Das ist dann ordentlich. So, ansonsten. Hier haben wir alles. Ja. Angel Souls. Wie gesagt, die Frage ist ja auch, ob wir denn langsam mal in den passiven, also in den Idle-Build gehen. Weil ich persönlich habe gemerkt, wenn man halt wirklich die ganze Zeit durchweg aktiv spielt, ist man natürlich mit aktiv wesentlich stärker. Aber ich will ja hier den Browser nicht die ganze Zeit offen halten, und das müsstest du dann. Du müsstest wirklich den Browser für mehrere Stunden oder so offen haben, also halt tagelang durchlaufen lassen, um halt wirklich eine große Combo aufzubauen, zum Beispiel. Weil halt, wie gesagt, wenn du wirklich konsequent aktiv spielst, bist du mit aktiv tatsächlich viel, viel stärker als mit dem passiven Build. Wenn du aber nur so wie wir hier im Let's Play öfters nur ab und an mal spielst und dann halt aktiv spielst, dann bist du mit passiv tatsächlich fast besser bedient, dass du dann einfach sagst, okay, wir spielen dauerhaft passiv, auch wenn ich jetzt hier den Browser offen habe, spiele ich halt ohne Autoclicker, sondern lass einfach die Monster von sich aus töten. Dann wären wir wahrscheinlich so besser bedient mit Idle. Weil das Schöne ist halt, ne, bei Idle-Bonus gibt es dann auch den hier, der unseren Idle-Bonus nochmal boostet. Was halt gar nicht mal so schlecht ist. Aha. Tja, was tun? Ich meine, ihn noch weiter leveln ist halt eine kostspielige Angelegenheit. Weil alleine jetzt ein Level kostet bereits 7. Und ich meine, angenommen, wir kommen wirklich bis 45 Ancient Souls morgen früh. Dann halt. Was war ich für eine Kacke jetzt? Dann heißt das, dass wir bis morgen, also wenn wir jetzt transcenden würden, würden wir ihn gerade mal bis Level. Oh, ein Fisch. Bis Level. Was? Genau. 7, 8, 9, 10. Ah. Bis Level 11.
So, und jetzt wäre die Frage bis Level 11. Dann hätten wir quasi 11 mal 11 mal 1000. Das wäre also 121.000 Grad mal. Warte mal, kurz, doch das hin? Ponyboy. Genau. Warum ist es hier zweimal Grad drin gewesen? Macht überhaupt keinen Sinn. Genau, n hoch 2 mal 1000. Das ist aber mies. Naja, nee, der bringt jetzt ja gar nichts. Aber kurz, 11 mal 11 sind 121, ist richtig, ist korrekt. Ja klar, und dann drei Nullen ran. Das heißt, wir würden seinen Effekt gerade mal verungefähr vierfachen. Dafür, dass wir aber 45 hier Ancient Souls ausgeben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, also, nee. Das ist mir tatsächlich zu teuer. Das können wir dann höchstens mal machen, wenn wir wieder ein paar mehr Ancient Souls haben, aber das dauert dann noch ein bisschen. Ein Fisch. Tja, ich würde mal sagen, das setzen wir tatsächlich doch mal erstmal auf die beide hier. Vor allen Dingen aber hier auf Admin. Komawakamaru können wir eigentlich auch machen, aber das Problem ist halt, wenn wir ihn auf Level 5 hieven, dann kostet das halt bereits an sich schon 15 Ancient Souls. Dafür, dass er 50% mehr Stärke, also mehr Effektivität hat. Ah ja. Kann man machen. Machen wir dann wahrscheinlich auch trotzdem. Dann heißt es, wir setzen den hier auf 10, den auf 10. Dann haben wir also insgesamt so knapp 30, naja, 29 Ancient Souls alleine hierfür ausgegeben. Dann haben wir also noch 15 übrig. Und dann können wir mal gucken, ja, was die hier machen. Bubos und Kronos sind, glaube ich, beide für den Boss. Der eine senkt die Kraft, also die Stärke des Bosses, also sein Durchhaltevermögen quasi. Und der andere verlängert die Zeit, die wir haben, jeweils. Und die Werte sind auch sehr effektiv, ne? Hier gleich plus 50%, hier gleich plus 75%. Also die beide, die sind halt sehr effektiv. Könnte man also auch in Erwägung ziehen. Dora ist relativ useless. Dora sorgt nur dafür, dass wir mehr Gold aus Goldkisten bekommen. Bringt, klar, bringt natürlich auch was, aber jetzt nicht so viel wie die anderen. Das heißt, wir werden tatsächlich wahrscheinlich die beide hier auf Level 10 hieven und dann die restlichen Ancient Souls auf die beide hier aufteilen. So machen wir das am dümmsten. Hier können wir vielleicht noch mal ein Level, aber dann wären halt von den restlichen 50 gleich 7 wieder weg. Mach den da. Der Sprung ist noch relativ gut, von 63 auf 45. Das ist noch ein relativ starker Zuwachs, das lohnt sich. Aber dann von 49 auf, naja, 64 ist ja nicht mehr so viel. Das ist halt alles eher so ein Witz. Die Sache ist halt, der Sprung ist halt merklich. Ne? Ich meine, es ist halt das Vierfache, aber dafür zahlen wir halt auch unglaublich viele Heroes, Ancient Souls. Und da ist halt wirklich die Frage, lohnt sich das? Naja. Wir konzentrieren uns tatsächlich erstmal auf die hier unten, auf die vier. Ich glaube mal, mit denen sind wir erstmal gut bedient. Dann sollten wir eine solide Grundbasis haben. Das macht dann wahrscheinlich mehr Sinn. Na gut. Dann schreiben wir uns das mal so auf die Fahne. Wie gesagt, das machen wir dann wahrscheinlich dann morgen früh. Jetzt sowieso nicht und heute Abend wahrscheinlich eher auch nicht.
Von daher, ja, würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge dann. Ein Trauerspiel. Ja, der wird bis heute Abend nicht fertig sein, leider. Obwohl, es ist jetzt 13:30. Wenn ich mir mit der heute Abendaufnahme noch ein bisschen Zeit lasse. Aber gut, das sind 7 Stunden. Das heißt, wenn ich 8:30 die Aufnahme mache, dann könnte er gerade fertig sein. Lohnt sich aber nicht. Nee, extra auf ihn warten lohnt sich nicht. Nee, nee, das ist Quatsch. Nee. Okay, na gut. Bis dann. Man sieht sich. Schau mal V.